Gut, grüßt euch und herzlich willkommen hier im Kraftwerk. Das heutige Video wird mal ein bisschen anders als sonst, weil ich aktuell auf Material warte und deswegen noch nicht weitermachen kann. Aber ich wollte euch jetzt auch nicht so ewig auf das nächste Video warten lassen. Deswegen dachte ich mir, wir nutzen die Zeit, um mal so ein, zwei Sachen durchzuquatschen. Wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, geht es speziell um die Auspuffanlage von der Virago. Und zwar habe ich da lange drüber nachgedacht, was ich da jetzt eigentlich machen soll. Weil die Originale gefällt mir halt optisch enorm gut. Die passt super da rein. Allerdings, wer die schon mal live gehört hat, weiß, klingt jetzt nicht so dolle. Ja, ist nichts Besonderes. Aber das Problem ist, was man so im Zubehör an Anlagen bekommt, die klingen zwar besser, aber die gefallen mir halt optisch überhaupt nicht. Also was gibt es da sonst für eine Möglichkeit? Einzige, was dann bleibt, ist die originale Anlage, ich sag mal, zu bearbeiten. Was natürlich keiner macht, denn das wäre ja illegal. Und hätten wir jetzt 2010, wäre die Wahrscheinlichkeit sogar ziemlich hoch, dass jemand hier in der Werkstatt das auch genauso gemacht hätte. Allerdings in der heutigen Zeit, wo es modern ist, über Motorradlärm zu diskutieren und Politiker sich profilieren können, indem sie in ihrem Wirkbereich irgendwelche Streckensperrungen durchsetzen oder sonst irgendwelche Verbote, bin ich der Meinung, sollte man sich sowas wirklich gut überlegen. Und ich habe da, wie gesagt, ich habe da lange drüber nachgedacht, bin da für mich zu dem Entschluss gekommen, dass ich die originale Anlage drauf lassen werde. Einfach, weil ich auch keine Lust mehr habe auf den Stress, wenn du in der Kontrolle kommst. Dass du da stehst und schwitzt, finden sie was oder legen sie dir das Ding still und musst du nach Hause laufen, was gibt's für eine Strafe und bla bla bla. Nee, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Und dann ist auch so ein Punkt, wie ja viele wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass die Kontrollen immer mehr wurden und sowas. Und je mehr Auffälligkeiten kommen, umso eher ist es wahrscheinlich, dass wirklich eben noch mehr Verbote durchgesetzt werden. Und im Endeffekt hätte ich dann mit meinem Verhalten aktiv dazu beigetragen. Und da habe ich absolut keine Lust drauf. Halt, stopp! Bevor jetzt der Shitstorm losgeht, das hier soll kein Anprangern sein oder irgendeine Wertung von Leuten, die laute Motorräder fahren. Ja? Absolut nicht. Dafür leben wir in einem freien Land, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich wollte damit jetzt nur mal ein bisschen die Erklärung liefern, wieso ich mich dafür entschieden habe, die originale Anlage drauf zu behalten. Ja. Der nächste Punkt ist, ich habe in der letzten Zeit vermehrt Fragen bekommen, warum Virago und wieso vergeudest du deine Zeit und das ist doch ein Mädchenmoped und das hat alles keinen Sinn und bla bla bla. Hau da ab, du alter Heulsuse. Warum ich das mache? Einfach weil ich Bock drauf habe, ja, und weil es mir scheißegal ist, was jemand von dem Motorrad hält. Ich mache das ja für mich und nicht für irgendeinen Kunden oder sonst irgendwas, ja. Und eigentlich dachte ich auch, ich hätte im ersten Video hier aus der Reihe, hätte ich das schon erklärt, wie es dazu kam, dass ich mich für die Virago entschieden habe. Wer das nicht mehr weiß oder das Video vielleicht überhaupt noch gar nicht gesehen hat, gerne mal da oben auf das i klicken. Guckt euch das Video nochmal an, weil ich habe echt keinen Bock, die Story nochmal zu erzählen. Und grundsätzlich zu der Frage oder mehr die Aussage, das Ganze lohnt sich doch gar nicht. Leute, ich mache das hier nicht hauptberuflich, sondern das ist mein Hobby. Ja. Und natürlich ist mir bewusst, es ist vollkommen egal, was für hochwertige Teile oder sonst was ich da an das Motorrad dran schraube, es ist und bleibt eine Virago. Und dass ich für das Motorrad, so toll es danach auch ist, keine Summen von 6.000, 7.000 Euro verlangen kann, falls ich sie verkaufen sollte. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Aber dessen bin ich mir nicht nur bei dem Motorrad bewusst. Das war mir genauso klar, als ich die LS gebaut habe oder die andere Yamaha oder sonst irgendein Motorrad. Und das wird mir auch bei den nächsten Motorrädern bewusst sein, die mir irgendwann mal hier als Projekt ins Haus flattern. Ja. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Und wenn ich so ein Motorrad gebaut habe und dann vielleicht auch nur im Sommer gefahren bin und verkaufe es dann wieder und komme dann null auf null raus, hey, dann ist das auch schicker. Ja. Dann hatte ich Spaß beim Umbauen, hatte Spaß ein bisschen damit zu fahren und jemand anders freut sich, weil er für einen schmalen Taler ein schickes Moped bekommen hat. Ja. Darauf würde ich eigentlich auch so ein bisschen hinaus, Leute. Es ist scheißegal, was irgendjemand anders von eurem Projekt hält. Ja. Da braucht ihr nichts drauf zu geben. Macht das, wo ihr Spaß dran habt und worauf ihr Bock habt. Ja.
Das ist nämlich das Wichtigste. In diesem Sinne wünsche ich euch da draußen noch viel Spaß bei euren Projekten. Viel Spaß hier bei den Videos. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Da wird dann auch wieder ein bisschen was gearbeitet. Schon mal ein bisschen vorzuspoilern. Wir werden uns um die Sitzbank kümmern. Wird auch ganz spannend. Und noch einen schönen Tag euch allen. Ne? Ciao.